Die finstere Energie des Tatsui no Hado ist ein Pfad zu absoluter Stärke. Doch zu welchem Preis? Still haven't transcended humanity, huh? You lack discipline. You haven't transcended your humanity. You've thrown it away. Prepare to meet your maker. Nur wenig ist bekannt über Satsui, denn Meister des Anazuken Kampfstils versiegelten jegliches Wissen darüber. Ganz ursprünglich war es nämlich zu Zwecken des Krieges erfunden worden, um es als Massenvernichtungswaffe zu gebrauchen. Aber nur ganz wenige konnten diese nahezu unbegrenzte Macht überhaupt nutzen. Und jene, die es konnten, starben entweder daran oder wurden zu tobsüchtigen Berserkern. Denn das Satsui kann auch der Weg in den eigenen Untergang sein, wenn man die geballte Negativität nicht kontrollieren kann. Ähnlich wie die dunkle Seite in Star Wars saugt die Kanalisation von Schmerz, Trauer, Hass und Zorn die eigene Lebensenergie aus. In der Folge verändert sich das Erscheinungsbild des Nutzers extrem. Er, sie oder es wird zu einem leibhaftigen Dämon. Es existierte sogar die Legende darüber, dass eines Tages ein Auserwählter zur physischen Manifestation des Satsui aufsteigen würde. Dieser eine Krieger unter Millionen würde der erste Oni werden. Ein Wesen mit der Macht, Welten zu zerstören. Auch in Street Fighter gilt die Regel der maximal zwei. Nur zwei Kämpfer verfügen gleichzeitig über das Potenzial, Satsui nutzen zu können. Bevor Ryu ins Geschehen trat, waren es Gouki und sein Meister Gutetsu, der ihn und seinen Bruder Gouken im Anazuken-Stil unterrichtete. Als Gouki dann das Buch mit den versteckten Techniken stahl und diese heimlich übte, verbannte ihn Gutetsu. Aber Gouki hörte nicht auf. Wie ein Wahnsinniger trainierte er in der Wildnis, was nach und nach mehr Teile seiner Menschlichkeit einforderte. Später war sein Körper gänzlich verändert. Nun mit roten Haaren forderte er seinen ehemaligen Meister zu einem Duell bis zum Tod heraus. Mithilfe des Shungu-Gusatsu ließ er Gutetsu 1000 Tote sterben, was dessen Seele verschlang. Fortan gab es den Menschen Gouki nicht mehr. Der Dämon Akuma war geboren. Seitdem ist Akuma ständig auf der Jagd nach würdigen Gegnern für tödliche Gefechte, um seine Kampfkünste zu optimieren. Währenddessen beobachtet er den Fortschritt von Ryu, der ständig gegen die Energie des Satsui in sich ankämpfen muss und von seinem Bruder Gouken trainiert wird. Krass ist, dass Gouken mit seiner Power of Nothingness einen reinen Weg ohne Satsui geht und trotzdem mit Akuma mithalten kann. Denn Goukens Spezialtechnik kann sogar den unaufhaltsamen Raging Demon Killer Move neutralisieren. Du siehst, zwei völlig gegensätzliche Wege zur Macht mit dem gleichen Ergebnis. Wofür entscheidest du dich? Mach noch das Herz rot und das Plus weg für mehr Content zu allerlei Kampfspielen.